Moin Moin! Und Glück auf! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kohle und Stahl Grill und Barbecue. In unserem letzten Video, Battle of the Ribs, haben wir unsere Rippchen mit einer richtig geilen Soße geglaced. Und zwar unsere Rib and Roll Soße. Wie wir diese Soße gemacht haben und was alles dafür braucht, das erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß dabei! So, als allererstes gebt ihr den Ketchup in einen Topf. Es empfiehlt sich vielleicht, die Flamme unter den Topf schon mal leicht anzumachen. Dann hat der Topf Zeit, sich ein bisschen zu erwärmen. Weiter geht's mit dem Apfelsaft. Dann der braune Zucker. Zwischendurch das Ganze immer gut verrühren, damit sich die Zutaten perfekt miteinander verbinden können. Weiter geht's mit der Worcestersoße oder Worcestersoße. Danach nehmen wir uns die Zitrone. In diesem Fall haben wir Konzentrat genommen, weil wir gerade nichts anderes da hatten. Man kann natürlich auch mit einer frischen Zitrone arbeiten. Und immer zwischendurch gut verrühren. So. Als nächstes ist der Honig dran, davon wird reichlich gebraucht, insgesamt 15 Esslöffel. Am Ende kommen die letzten Gewürze auch noch hinzu, die ganz genauen Mengenangaben, das wisst ihr ganz genau, steht immer am Ende unseres Videos. Danach lassen wir die Soße so lange köcheln, bis sie die gewünschte Konsistenz erreicht hat und füllen sie danach ab. Nach dem Abfüllen stellen wir die Flasche auf den Kopf. Das ist das gleiche Prinzip wie beim Einkochen, damit die Flasche luftdicht ist. Die genauen Mengenangaben seht ihr jetzt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen nach oben sehr freuen. Ein Abonnation wäre natürlich auch nicht schlecht. Bis die Tage, euer Kohle und Stahl Team.